Hallo und willkommen zurück zu Alundra. Wir sind immer noch im Traum von Bergos und Nestos. Wir haben noch keinen Falken gefunden und wir haben auch noch keinen Lebensdiamant gefunden. Oh. Ah ne, wir haben ja volle Energie. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie wir in den einen Raum kommen, weil wir haben ja schon gemerkt, die Statuen hier werden jedes Mal geportet, wenn wir was erledigt haben. Und da, wo sie hingeportet werden, stehen Kisten. Okay. Die Tür ist noch nicht offen. Hat jetzt leider eine längere Aufnahmepause gehabt. Zumindest was Alundra angeht. Und ja, es kann auch sein, dass bald allgemein mal eine längere Zwangspause kommt, aber ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel davon mitkriegen. Zumindest werde ich jetzt schauen, dass ich relativ viel vorproduziere und das dann immer automatisch hochladen lasse. Sollte allerdings das Material dann vorausgehen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das mit dem Ausfall dann sein wird. Das besteht nämlich die Gefahr, dass ich operiert werden muss und dementsprechend dann längere Zeit wahrscheinlich auch nicht wirklich aktiv sein kann. Und ich werde natürlich mein Bestes tun, euch da die Zeit ein bisschen zu überbrücken mit vorproduzierten Aufnahmen. Bei Secret of Evermore wird das nicht der Fall sein, da das ja gewünscht worden ist, dass ich da nicht vorproduziere. Und dementsprechend werdet ihr da dann auch wahrscheinlich erstmal eine Weile kein Material kriegen. So leid es mir tut. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen auf die andere Seite rüber, damit wir den Schalter öffnen können, damit die andere Tür aufgeht. Okay. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Sorry dafür. Aber es ist halt, wenn man längere Pausen immer zwischendurch einlegt. Keine Ahnung, wofür ich die Büsche hack. Ist auch wahrscheinlich genau wie bei Zelda. Warum zerschlägt man die Töpfe, wenn man maximal Rupies hat? Einfach weil man es kann. So. Zumindest mal ein Traum wirklich mit einem guten Soundtrack. Nicht, dass er allgemein irgendwie mal schlecht war beim Soundtrack. Mir gefällt allgemein das Spiel durchgehend gut. Also ich habe bis jetzt wirklich noch keine großen Kritikpunkte, außer hier und da war es vielleicht mal steuerungstechnisch ein bisschen blöd gelaufen. Aber gut, das waren jetzt dann auch eher Kleinigkeiten, wo dann auch eventuell auch mein eigenes Unvermögen mitverantwortlich war. Echt eine große Frage, wo es hier lang geht. Ich bin auch gerade ein bisschen am Rätseln. Das war vielleicht nicht unbedingt die klügste Stelle, um eine Pause einzulegen. Aber gut, das letzte Mal habe ich schon so viele Stunden am Stück aufgenommen gehabt, das war dann einfach nötig, dass ich da eine Pause gemacht habe. Also wir müssen ja immer zwischen den Träumen hin und her, damit wir die Rätsel lösen können. Allzu viel sollte hier eigentlich nicht mehr zu tun sein. Ich denke auch, dass da nicht mehr so viel vom Spiel kommen wird. Also ich denke mal, wir sind bald durch. Weil das sieht nämlich langsam immer finaler aus. Alleine schon, weil guckt euch das Inventory an. Uns fehlen nur noch 3 Falken. Ich gehe mal davon aus, dass uns auch nur noch 3 von den Lebensdiamanten fehlen. Und wenn wir hier jeweils einen kriegen, sollten rein theoretisch auch nur noch jeweils einer kommen, jeweils 2 Stück kommen.
Okay. Also hier war auf jeden Fall einer der Stellen, wo wir zuletzt drin waren, das weiß ich noch. Weil hier das Rätsel hat nur noch gelöst gehabt. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern, wo wir dran waren. Die Tür war zu. Hier hatten wir ein Schalterrätsel gehabt. Hatten wir das erledigt? Ja, hatten wir. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Die Affen sind in jedem Teil vom Traum. Wir haben auf jeden Fall noch einige verschlossene Türen, wo wir nicht weiterkommen. Unter anderem hier die Tür. Moment mal, das könnte eventuell die Lösung sein. Das heißt, wir müssten jetzt nicht nach links, sondern nach rechts, weil das ist ja alles spiegelverkehrt. Das heißt, hoch, eins rechts. Rein theoretisch müsste dann hier... Bingo. Ich hoffe mal, dass ich jetzt richtig liege. Wir haben ja noch vorher gespeichert, also wir werden auf jeden Fall nicht rausgehen, ohne die ganzen Truhen hier einzusammeln. Uns fehlt auch immer noch der letzte Stab, den wir noch kriegen. Das wissen wir ja dadurch, dass wir uns schon informiert haben, was wir als Belohnung kriegen für die letzte Abgabe. Okay, von der Reihenfolge. Das heißt, es muss... Ah, okay, gut. Ich verstehe. Ja, wir hätten da erst die machen müssen und dann die jeweils äußeren. Ist natürlich jetzt falsch. Das resetten wir. Erst Rätsel verstehen und dann lösen. Wir müssen immer dran denken, dass es genau andersrum ist. So. Hoffen wir mal, dass das so rum richtig ist. Ja, okay. Erste rechte, dann der linke. Müssen wir gleich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ja, erste rechte, dann der linke. So.
Ich mag die Rätsel in dem Spiel. Okay, also wir haben nur den Spiegel jetzt gerade auf der gegenüberliegenden Seite dann quasi geöffnet. Okay, gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder die Seiten wechseln. Das heißt, wir sind auch wieder auf Kurs. Ja, ich muss mal gucken, wie lange ich heute aufnehme. Vielleicht können wir sogar das Projekt dann im einen Stück beenden, zumindest von der Aufnahme her. Ja, Moment, wir machen es halt ganz einfach. Oder auch nicht. Okay, da unten sind auf jeden Fall noch Gegner drin. Da rechts die Tür ist zu. Okay. Auf der anderen Seite ist alle Türen offen sind, ist hier natürlich alles zu. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich das mache, dass ich die Seiten wechsle. Okay, also wir können hier durchlaufen. Hat eben irgendwie nicht geklappt. Damit wäre die letzte Statue da. Okay. Müssen wir mal gucken, wo wir landen. Was ist denn nicht runterfallen? Die F-Viren sind auch leider ziemlich stark. Ah, ich verstehe. Wir sind jetzt auf dem anderen Seite, auf der anderen Seite angekommen. Okay. Noch nicht da drauf. Der goldene Falke, okay, der wäre safe. Und der Lebensdiamant. Okay, also hier konnte man den nicht verpassen. Es sei denn, man hätte wirklich diese Truhe da übersehen. Damit fehlen jetzt jeweils noch zwei.
Müssen wir daran denken, dass wir immer nur einen Schlag landen können. Ich habe die Befürchtung, dass das hier auch einen Trick gibt, dass wir abzählen müssen, wie fern wir Schaden gemacht haben. Ah, wir haben ja noch gar nicht das Wasserbuch kennengelernt. Oh, uns fehlt tatsächlich doch sogar noch was. Und zwar sehe ich gerade, uns fehlt noch der letzte Zauber. Nämlich das Buch da. Ja. Die schrecklichen Zwillinge sind besiegt. Das haben wir gut hingekriegt. Et voilà. Alundra, du kommst, um mich zu befreien? Die Murk haben mir etwas gegeben, damit ich schlafe. Ich hatte merkwürdige Träume. Ich habe geträumt, du bist durch meinen Traum hierher gekommen. Verrückt, oder? Jetzt, wo du da bist, sollten wir lieber... Warte, schau dir das an. Das Bild ist anders als das im Keller der heiligen Stätte. Siehst du, seine Augen sind geschlossen, als wenn er schlafen würde. Selbst mit geschlossenen Augen habe ich noch Angst vor ihm. Ich bin froh, wenn alles vorbei ist. Egal, wir sollten schnell hier ins Dorf zurückkehren. Mutter und Vater sind wahrscheinlich verrückt vor Angst. So, wir nur noch gucken, wie wir hier rauskommen. Das Teil voraus sieht nicht so aus, wie sie sich bewegen. Okay. Oh, okay. Okay, okay. Whoops. Ah, Erdbeben, ich habe Angst, Alundra. Au, au, au. Ich denke mal, wir müssen jetzt ausweichen, bis der Schalter getroffen wird. Oh. Die Steuerung ist jetzt gerade auch ziemlich wild durcheinander. Au, au.
Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Oh, schau, die Tür ist offen. Lass es abhauen. Ah. Ja, besser ist das. Gute Idee. Hey, das war knapp. Wie, Alundra? Ich kenne Abkurs von nach Hause. Ich treffe dich dann dort. Der Letzte hat verloren. Ja, mach das nur. Okay. Das heißt auf jeden Fall, wir werden auch nochmal einen magischen Trank und alles nachkaufen, dass wir wieder Inventar voll haben. Jo, da haben wir es doch schon wieder geschafft. Okay, wenn es dann auf Endgame zugeht, werde ich dann auch schauen, dass ich dann einen Spielstand anlege. Zwecks der Statue da. Dass wir dann wirklich alles einmal geholt haben. Keine Ahnung, wie oft wir sterben müssen, aber ich denke mal, mit einmal sterben ist es nicht getan. Zumindest bei der Statue gehe ich davon aus, dass es die Anzahl der Tode ausmacht, ob man... Oh, shit. Oh, shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Myra stirbt ruhig. Sie will zu ihrer verstorbenen Tochter. Oh oh. Nein. Nicht komplett Inua. Bonaire ist endgültig verloren. Verdammt. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, oh. Oh nein, das Dorf ist... Bitte, Alundra, töte die Murk, bevor sie noch mehr anrichten. Ihr miesen kleinen Affenviecher. Zeigt euch. Ich mach euch alle. Wo sind diese Affen? Ich höre sie. Du musst Affenpack. Unser Zuhause und alles vernichtet. Mach euch alle. Mea hat es nicht geschafft, hier aufzupassen. Apropos Mea, wo ist sie? Wir sollten uns mal umschauen, nicht dass hier... Das einzige Haus, das noch steht, ist unseres. Hier ist auch noch voll die geschillte Musik. Na gut, es brennt auch so ein bisschen. Wo seid ihr Affenviecher? Ich mach euch alle. Also wir haben auf jeden Fall mindestens zwei Tote schon zu beklagen. Myra und Bonaire. Wo sind die Affenviecher? Hab dich.
Die Murk wurden vernichtet. Alondra, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich zu freuen. Die Stadt brennt. Oh nein. Wir sind schon wieder zu spät. Wo sind alle? Hey Alundra, ich habe gehört, Mutter und die anderen sind beim Bürgermeister und ich will auch dorthin. Alundra, ich habe Angst. Die Situation ist schlimm und ich glaube, du kannst auch nicht mehr helfen. Du hast Bergus gerettet und die Burg besiegt. Ich kann dir nur nochmals für deinen Mut danken. Wir glauben an dich. Die Überlebenden des Angriffes haben sich hier versammelt. Du solltest ihnen ein paar nette Worte sagen. Ich würde ja erstmal das Haus erstmal löschen, bevor sich da alle versammeln. Mama, du bist okay? Als ich unser Haus brennen sah, ich dachte solche Angst. Oh, Bergus. Ich wusste, dir passiert nichts. Ich hab's einfach gewusst. Du warst schon immer ein Kämpfer. Danke, Alundra. Ich kann es dir nie vergelten, aber ich verspreche, dass ich dir immer helfen werde. Jetzt müssen wir über eine neue Strategie nachdenken, Alundra. Ich weiß, du kommst gerade von einer langen Reise zurück, aber können wir trotzdem gleich mit der Besprechung beginnen? Jo. Und dann, lass uns beginnen. Ah, wird eine etwas längere Folge. Bitte, alle zuhören. Wir müssen über eine neue Strategie entscheiden und das schnell. Wir sollten in die Murkwälder gehen und sie niederbrennen. Wir sind nicht genug für einen Kampf, Gustav. Und ich habe schon genug durch diese verdammten Affen sterben sehen. Das hat mir gelangt. Ihr seid alle zu Feiglingen geworden, Justel. Wir müssen handeln. Bleib ruhig, Gustav. Ich verstehe, dass du dich rächen willst, aber wir müssen darüber nachdenken. Ich glaube, dass wir unsere Gedanken zu einem einzigen Mächtigen verbinden müssen. Ja, ich stimme Septimus zu. Wir müssen unser Unterbewusstsein vereinen und daraus einen einzelnen mächtigen Gedanken formen. Bormont, haben nicht Alundra und seine Freunde in einen Gotteslästerer verwandelt? Das muss er gerade sagen. Ich glaube, sogar der Gläubigste kennt inzwischen die Wahrheit. Den Grund für alle Albträume und den Grund für die Murk-Angriffe. Willst du unsere Götter verraten wie die anderen? Willst du deinen Glauben wegwerfen? Die Götter, die wir kannten, beschützen uns nicht mehr. Die Götter beschützen uns nicht mehr. Es ist nur dieser teuflische Peiniger übrig. Ich glaube das auch. Wenn es wirklich Götter gäbe, würden sie solche schrecklichen Dinge nicht zulassen. Ja, richtig. Wenn das die Antwort der Götter auf unsere Gebete und unsere Verehrung ist. Ihr seid Dummköpfe. Was verlangt ihr von den Göttern? Warum gebt ihr euch nicht mit Gebeten und Vertrauen in ihren unendlichen Weisheit zufrieden? Mit dem Wissen, dass sie über uns wachen und uns leiten. Warum sollen euch die Götter ständig etwas beweisen? Oder jemand anderem? Ronan, wir haben einen Dämon, der sich als Gott des Lichtes ausgab. Angebetet. Und dieser Dämon Melsas will uns nun zerstören. Das ist eine unbeschreibbare Tatsache. Das ist wahr, Melsas hat uns ausgenutzt und verraten. Als wir unsere Götter verbrannten und aufgehört haben zu beten, hat Melsas uns die kreativen Fähigkeiten weggenommen. Was redet ihr da? Stattdessen haben euch die Götter die Macht gegeben, eure Träume zu kontrollieren. Ihr habt alle Unrecht. Ihr versteht nicht, was wirklich passiert. Was redet ihr da? Ich habe es bis vorhin auch nicht verstanden. Ihr denkt, Melsas wurde wütend, weil ihr ihn nicht mehr angebetet habt. Deshalb hat er uns mit dem Verlust der kreativen Fähigkeiten bestraft. Aber das stimmt nicht. Als wir zu den Statuen gebetet haben, wurden Melsas stark. Als die Statuen verbrannt wurden, hörten die Gebete auf. Melsas merkte, dass seine Macht schwächer wurde und er wusste, warum. Er wusste nicht, was passieren würde, wenn die Gebete wieder anfingen. Was, wenn wir einen anderen Gott anbeten würden? Melsas bekam Angst. Angst, dass wir uns einen neuen Gott suchen. Angst, dass wir ihn vergessen und er dadurch sterben würde.
Um sich zu schützen, musste er sicherstellen, dass wir nur ihn anbeten. Meinst du damit, dass sie nie die kreativen Fähigkeiten verloren haben? Das war nur eine Einbildung? Das ist nicht wahr. Messert hat uns nie die kreativen Fähigkeiten weggenommen. Das konnte er gar nicht. Stattdessen hat er uns eingeredet. Messert ist nicht mehr als ein Geier, der an den Enden unserer ungeschützten Gedanken nagt. Als wir dachten, wir hätten unsere kreativen Fähigkeiten verloren, hat unser Geist darauf reagiert. Wir lernten, unsere Träume zu kontrollieren. Das machte Messers noch mehr Angst. Wir wurden sogar mächtiger als er. Da beschloss er, den Mächtigsten unter uns zu töten. Wenn man bedenkt, dass unser eigener Gott diese Albträume verursacht hat, das ist beängstigend. Wenn wir die Macht unseres gesamten Unterbewusstseins vereinen, dann können wir Messers besiegen. Das ist eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Messers weiter als Gott anbeten oder ihn mit unserer Macht herausfordern und dabei unser Seelenheil riskieren. Für diese Entscheidung brauche ich etwas Zeit. Ich denke, wir alle brauchen Zeit, aber wir haben keine. Morgen Mittag werden wir über unsere Zukunft entscheiden. Ich glaube, wir müssen uns alle ausruhen. Ihr seid eingeladen, hier zu bleiben. Selbst wenn eure Häuser noch stehen. Wie sagt man, zu mehreren ist man sicherer. Und sollten wir auch mal diesen komischen Priester da erstmal festnageln, dass er nicht auf die Idee kommt, hier die Hütte abzufackeln, während alle drin sind. Bitte bleibt bei uns heute Nacht. Ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn ihr bleibt. Danke, aber das ist in Ordnung. Na komm schon. Ich verfluche euch. Ich werde euch bis zum Ende eures jämmerlichen Daseins verfluchen. Mach du nur. Ihr wisst, dass ich recht habe. Ich kann es an euren Gesichtern sehen. Ironie des Schicksals. Wir müssen gegen den Gott kämpfen, den wir mit unserem Vertrauen gestärkt haben. Der größte Kampf liegt noch vor uns. Das ist der Kampf gegen uns selbst. Heute ist der Tag, an dem Inor sein Schicksal bestimmt. Jo, und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir einen Cut machen. Danke wieder fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne mal ein paar Kommentare schreiben, Like hinterlassen oder schaut auch gerne mal auf den Twitch-Kanal rein, wenn ich streame. Würde mich sehr freuen. Ab 100 Follower gibt's sogar dann mal eine schöne Überraschung und das wird auch hier bei YouTube dann hochgeladen, wenn es dann fertig ist. Bis denn dann. Tschüss.